Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Dragoon. Ich muss jetzt, bevor wir hier starten, erstmal meine Leutchen ein bisschen umstellen, denn mir ist gar nicht aufgefallen, dass zum Ende der letzten Folge, dass hier wieder so ein bisschen mutwillig zusammengewürfelt wurde. Und ja, wir nehmen jetzt Mero mal wieder ins Team. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Mond. Nicht erst seit gestern, sondern jetzt schon seit einer Weile. Sind jetzt allerdings als große Gruppe quasi getrennt. Haben jetzt das erste Mal Albert als Anführer. Ja, Dart und Rose sind irgendwie irgendwo anders, nachdem der Drachenfreund von Rose irgendwie auftauchte und sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen haben. Und ja, wir begegnen hier nach und nach so ein paar Einzelschicksalen, die neu aufgearbeitet werden an diesem Ort. Das macht den unter anderem auch so spannend. So, ich muss mir jetzt nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Also der Übergang zwischen der letzten Folge und dieser hier, der hat schon wieder meine ganze Spielzeit vollkommen über den Haufen geworfen, weil ich jetzt ein paar Stunden weg war. Und die Konsole natürlich anblieb, weil wir keinen Speicherpunkt bis dato gefunden hatten. Und ja, also sollte ich jemals wieder ein Abspeichern drin lassen, dann wundert euch nicht über die Zeit, die dahinter steht. So, hier haben wir Klein Kongol seinerzeit auf der gegenüberliegenden Seite gesehen. Komme ich da wirklich nicht runter? Hier gibt es ja keine Zufallskämpfe, deswegen kann ich mir ein bisschen Zeit nehmen, was das Absuchen angeht. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay. Dann ist das ja gar nicht so unübersichtlich, weil dann haben wir ja eigentlich nur einen Weg, wenn ich jetzt nicht total blind bin, und zwar genau der da links. Und ich wette mit euch, da wird mich direkt ein Speicherpunkt erwarten. Hätte ich mir nämlich den ganzen Stress, die ganzen Stromkosten voll ersparen können. Bin gespannt. Einen Speicherpunkt sehe ich noch nicht. Ach, hier waren wir doch schon. Okay, jetzt haben wir da also nochmal so eine Dimensionsspalte, Loch, Strudel, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und das ist auch an diesem kleinen Plateau, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll, von denen wir hier auch ein paar hatten. Wo ich mich beim letzten Mal ja schon gefragt hatte, ne, was ist das, was es damit auf sich hat. Ne, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Ich wüsste zwar nicht, wo da jetzt ein neuer Weg sein sollte, weil damals, als wir Claire begegnet sind, da war das noch klar, weil diese eine Wache da unten im südlichen Teil den Weg versperrt hatte. Sag mal, hier kommen gar keine Kämpfe mehr. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Na, wir gucken mal. Hier gab es ja auch immer Kämpfe, oder sind wir jetzt wieder ganz woanders? Hier war diese komische Plattform, wo ich mich beim letzten Mal schon gewundert habe, dass hier nichts ist. Aber gut, wir hatten auf vielen oder in vielen Ebenen, auf vielen Ebenen immer so eine komischen Sackgassenbereiche. Ich wette, da passiert auch irgendwann nochmal irgendwas. So, gibt es bei euch was Neues? Ihr seht niemanden, den ihr nicht sehen solltet. Ihr seht Leute, die ihr sehen müsst. Das hat sie beim letzten Mal aber... Nee, okay, das hat sie doch gesagt. An die zweite Textbox konnte ich mich noch erinnern. Ständig erschafft der Geist dieser Welt. Jetzt heißt es, nach wessen Willen, nach wessen Absicht. Bist du es? Achso, das ist das Gleiche, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Gleiche. So, wo geht's jetzt weiter? Das ist die Frage des Tages. Vielleicht weiß ja hier jemand Bescheid. Ich hatte gehofft, dass jetzt hier vielleicht irgendwas passiert und das passiert. Hatte gehofft, dass irgendwas passiert und das passiert jetzt auch. Im Grunde genommen ist es ja richtig. Wir konnten Dart nirgends finden. Hm, vielleicht warten wir besser irgendwo auf sie, als blind in der Gegend herumzusuchen. Ja, da war ich gerade kurz davor, Haschel, wenn du wüsstest. Dann warten wir doch hier. Hier ist der einzige Ort, an dem es wenigstens viele Leute gibt. Ja, ich finde es ja auch am gemütlichsten. Da ist sogar eine Gitarre. Kann die jemand von euch zufällig spielen? Ja, das scheint wohl am besten zu sein. Ja, und lass mich raten, jetzt wird das Spielgeschehen nämlich auf die anderen zwei umschwenken, oder? Wobei ich mich jetzt echt frage, ob einer von beiden jetzt mit irgendeinem Boss konfrontiert wird. Aber vielleicht werden die auch zusammen irgendwem begegnen, keine Ahnung. Weil ich meine, die haben ja zum Beispiel Sieg als Komponente, die beide irgendwie emotional betrifft. Aber es geht ja in erster Linie um Roses Drachen, ne?
Wir haben die anderen also beim Angriff des Drachen verloren. Aber warum? Warum hat ein Diener-Drache uns angegriffen, Rose? Ob sie darüber sprechen möchte? Guck mal, da rechts, da hat sich gerade irgendwie diese komische Kugel bewegt. Das sah so ein bisschen pulsierend aus, oder? Ich fange schon an zu halluzinieren. Jetzt bewegt sie sich gerade nicht. War das, um uns zwei hierher zu bringen, an den Ort voller Drachen? Ich denke... Ja, ich bin ganz Ohr. Ich will eine Antwort. Wir werden es herausfinden, bald. Zong, das wollte ich nicht hören. Lass uns gehen, um den Virage-Embryo zu vernichten. Oder um Sieg zu bekämpfen, brauche ich die Hilfe von allen. Rose, sei nicht so überrascht. Ich vertraue den anderen auch. Trotzdem könntest du ja mal ein bisschen mehr über das plaudern, was du noch so weißt. Hi, Baby. Ne? Kann ich dich irgendwie mitnehmen? So, okay. Nee, gehen wir jetzt mal weiter gucken hier. Gibt's hier Gegner? Warte mal, ich guck mal eben kurz, ob wir hier sauber sind. Hier gibt's aber auch gar nicht so viel zu gucken, weil Rose, ja genau, und sie hat ja nichts Neues, worauf man jetzt irgendwie umschwenken kann. Ob die beiden hier in Zufallskämpfen bestehen? Wahrscheinlich schon, aber fragt sich nur, welche Gegner uns hier über den Weg laufen. Was seid ihr denn? Seid ihr nett? Rose, was sind das denn für welche? Das ist ein Babydrache. Früher nannte man sie Pseudodrachen. Okay. Und heute haben sie Rose auf jeden Fall lieb. Es scheint, als gäbe es hier alles, sogar Vergangenheit und Zukunft. Meine liebsten Pseudodrachen haben nicht bis zur Gegenwart überlebt, aber jetzt begegne ich der Vergangenheit. Pseudodrachen, irgendwie finde ich die Begrifflichkeit sehr merkwürdig. Weiß jemand zufällig, was das im Original heißt? Aber wir haben keine Zeit, sentimental zu werden. Komm weiter. Okay. Süße kleine Duzi-Dus. Hätte man mich im Vorfeld gefragt, hätte ich jetzt drauf getippt, dass das hier Gegner sind. Guck mal, der da oben, der beobachtet uns. Der sieht aber auch gar nicht so babymäßig aus. Also auch nicht nach ausgewachsener Drache, aber auch nicht nach Baby. Ah, eine Playstation-Kiste. Die aus der Perspektive gar nicht mehr so Playstation-mäßig aussieht. Ah, guck mal, zwei sogar. Da war ja was. Braucht irgendjemand zufällig Heilung? Ja, Rose so ein ganz kleines bisschen, aber ich tendiere eigentlich jetzt eher dazu, einen Zauber rauszukloppen. Oder habe ich hiervon irgendwie drei? Also Engelsgebet will ich immer dreimal haben. Was ist denn das hier? Ach so. Blitz, Blitz, aber das eine ist Licht und das andere tatsächlich nur Blitz. Oh, das ist schwer. Starker Wasserangriff, starker Windangriff. Ist auch halt alles was anderes. Irgendwie bin ich mir unschlüssig. Mann, okay, komm, dann heilen wir jetzt mal eine Runde. Dart braucht ja nichts, ne? Nee. So, regeneriert alle GP. Dann gebe ich ihr das mal und hoffe, dass wir vor dem wirklich, wirklichen Finale nochmal einkaufen können. Da in diesem Sergio-Verschnitt. Ja, dann kann ich mir das ja wieder reinholen. Ja, Nachtüberfall. Das habe ich schon mal aufgegeben. Guck mal, da unten fliegt ein Drache entlang. Ist das nicht schön? So, wie komme ich da jetzt nach oben? Lass mich raten, der Weg wird mich ja einmal rumlotsen. Obwohl das hier gerade noch nicht so den Anschein erweckt. Aber naja, wir konnten tatsächlich bisher noch gar nicht speichern. Als ich mit der anderen Truppe da rauskam, da wurde ich ja direkt hier rüber geworfen, ne? Eigentlich sind Dart und Rose jetzt die beiden Charaktere. Luftkampf, was ist das denn für ein Scheißname für einen Gegner? Eigentlich sind das die beiden Charaktere, die ich jetzt am wenigsten priorisiert einsetzen würde. Aber hey, sehen wir das mal positiv, so muss ich mich wenigstens nicht entscheiden. Obwohl ich ja eigentlich ein ganz gutes System für mich gefunden habe. Mit dem auch ganz gut fahre. Haha. So viel zum Thema Treffsicherheit der Drachen hier. Also ich glaube, wenn ich mal angucke, wie schnell der hier gelb wird, dann wird Dart wahrscheinlich jedem Gegner, dem wir hier über den Weg laufen, one-hitten, wenn er denn zuerst an der Reihe ist. Das Schöne ist, mir ist vollkommen egal, wer hier anfängt, ne? Rose braucht eine Weile bis zum nächsten Level ab. Ja, okay, Dart ist der Nächste. Aber ich glaube, das werden wir
hier in diesem Areal nicht mehr zu sehen bekommen. Viel spannender ist ja die Frage, wie ich auf die andere Seite komme. Nicht, dass ich jetzt hier schon irgendwas übersehen habe. Das hier führt aber nach rechts. Und was ist hier oben? Nein. Okay, ich habe wieder gefühlte 10.000 Wege. Wobei der hier mich wahrscheinlich am ehesten noch zur Kiste bringen wird. Weil der andere, der schien irgendwie nach unten zu führen, in so eine Art Höhle oder so. Keine Ahnung. Aber wir werden es herausfinden. Ja, ich bin gar nicht nur so erpicht auf Speicherpunkte, um... oh, das erste Mal hier auf dem Mond. Zwei Gegner. Das ist ja auch interessant. So, wer fängt an? Dart fängt an. Dart macht so einen flinken Drachen auf jeden Fall platt. Deswegen fange ich jetzt mal mit dem an. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich gleich zum ersten Mal begutachten dürfen, wozu der fliegende Drache so imstande ist. Bei der nächsten Zweiergruppierung werde ich mal mit dazu erst den Großen hier angreifen. Weil ich das lieber vertesten würde, wenn der alleine vor uns steht. Ja, okay, jetzt wird er wieder gelb. Will ich angreifen? Böses Drachi. Obwohl, der hat ja schon mal angegriffen, aber daneben gehauen. Ja, okay. Ich glaube, da stecken wir weg. Einmal Verteidigung und der hat es wieder drin. Ja, nee, das Speichern ist mir auch deshalb wichtig in regelmäßigen Abständen, weil ich ja immer wieder damit rechnen muss, dass das Ding mir abstürzt, ne? Und das gab es halt, wie gesagt, auch auf CD4 schon einmal. Und das war in einer Situation, die total aus heiterem Himmel kam, also die ja für mich überhaupt nicht vorhersehbar war. Nach Bossen, sage ich mal, okay, da stellt man sich innerlich fast schon so ein bisschen drauf ein, aber so mitten im Spiel ist das schon so ein bisschen karke. So, was willst du mir sagen, Spiel? Achso, du springst runter, wenn ich das hier dingse, okay. Nein! Ich kann mich doch nicht entscheiden! So, aber jetzt werde ich wirklich irgendwas wegwerfen von den Zaubern. Ablegen. Jetzt ist nur die Frage, welches Element wird mir am wenigsten weiterhelfen? Ich prognostiziere euch, ich werde das jetzt raushauen, was ich am Ende am dringendsten benötigen werde. Ich mache jetzt das weg, weil ich nicht glaube, dass wir hier einem Feuerboss über den Weg laufen werden. Einfach so. Obwohl das hier vielleicht fast sinnvoller wäre, weil den Spektralblitz, den haben wir ja schon mal gesehen. Ah, eigentlich hätte ich mir mal notieren müssen, welche wir schon kennen und welche noch nicht. Brennende Welle. Na gut, das wird dann wahrscheinlich der starke Feuerzauber sein. Und guten Wassergegner kann ich mir hier ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber... Was weiß ich schon? Ich spiele das ja blind. So, gehen wir erstmal nach oben oder nach unten? Was sagt ihr? Wollen wir hier mal gucken? War das jetzt gut oder schlecht? Dart, kannst du bitte kurz warten? Jetzt kommt Rosies Boss. Er ruft mich dort herüber. Okay. Rose macht keinen Scheiß, ja. Ich habe vor Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Hä? Warum geht's da denn nicht? Ich warte, hau ab. Ich möchte bitte dort drüben gerade etwas nachsehen. Ja, mach doch. Okay. Ach so, sie will, dass wir zusammen nach oben gehen. So, habe ich sie jetzt richtig verstanden? Ja, ja, mal diese kommunikativen Defizite hier überall. Nahkampf? Das war so klar. Nahkampf. Ich meinte eigentlich Nah, Kampf? Fragezeichen. Aber wusstet ihr wahrscheinlich, nee. So, oh, die sind so putzig. Obwohl ich die, glaube ich, in grün sogar noch ein bisschen putziger fand. Obwohl grün nun alles andere als meine Lieblingsfarbe ist, aber trotzdem. Und in letzter Zeit gelingen mir eigentlich auch die Zusätze ganz gut, ne? Auch in den letzten Folgen. Wie gesagt, also falls ich ultimative Tipps von euch unter den letzten Videos bekommen habe, dadurch, dass ich keinen Speicherpunkt gefunden habe, nehme ich gerade relativ viel im Voraus auf. Und ja, ließ sich halt nicht vermeiden. War aber eine gute Entscheidung, da einen Cut zu machen, weil speichern ist ja halt nicht, ne? Oh oh, da ist er. Und ich höre diesen Herzschlag wieder. Der geht aber nicht von ihm aus, oder? Ich habe ja ein bisschen Angst. Ich habe eigentlich immer Angst.
Aber eigentlich ist das manchmal auch positive Angst, weil ich bin auch neugierig. Ich wusste es, ich kenne diesen Ort. Das war irgendwie fast zu erwarten. Hier habe ich Michael zum ersten Mal getroffen. Sag mal, heißt der Drache von der Protagonistin aus Drakengard 3 nicht auch Michael? Oder bin ich gerade vollkommen Banane? Vielleicht kennt jemand von euch ja Drakengard 3. Für mich jetzt nicht so das allertollste Spiel, eher im Gegenteil, aber ich glaube, der hieß da auch so. Düster Drache, es tut mir leid, wir haben keine Zeit. Sieg steht neben ihr. Wing, die sind mächtig. Mächtig genug, uns und unsere gesamte Art auszulöschen. Um die Menschen zu befreien, müssen wir dich opfern, Drache. Okay, ich glaube, das erklärt vielleicht seine Wut auf Rose. Jetzt muss die Entscheidung fallen: Ausrottung oder Krieg. Oh Gott, also vor so einer Entscheidung möchte ich auch nicht stehen. Das wird Rose wahrscheinlich auch nicht so einfach gefallen sein. Wir wählen Krieg, sprach Sieg. Der Dragoon Spirit, den der düstere Drache hinterlassen hat, und dieser neugeborene Drache werden die Speerspitze unseres Krieges bilden. Der Kleine braucht einen Namen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die auf Michael gekommen sind. Schwarzer Strahlendrache, Michael. Okay. Wie wär's mit Michael? Wie kommst du denn jetzt darauf so plötzlich? Roses Dienerdrache, der Düster Dragoon, der schwarze Strahlendrache Michael, ein guter Name. Ja, das ist halt so ein bisschen, also so eingedeutscht klingt das halt ungewohnt. Wenn man es Michael sagen würde, was mir irgendwie schon wieder zu amerikanisiert klingt, dann finde ich das irgendwie doof. Dann können wir jetzt gehen. Ja, ich würde auch gerade ja sagen. Sogar so halb vorlesen, halb von mir aus bestätigen. Der echte Krieg hat noch nicht begonnen. Der sieht irgendwie zu steinerstarrt aus. Ja, okay. Michael, erkennst du mich nicht? Er kennt dich und gerade deswegen will er halt kämpfen, ne? So wie alle anderen auch im Vorfeld, von dem man dachte, eigentlich sollte man sich mal an den Tisch setzen, Tee trinken und sich aussprechen. Aber nein, hier wird gekämpft. Oh, der sieht aber interessant aus. Hat ja gar kein richtiges Gesicht, ne? Boah, erstmal voll Rose weggebatscht, ey. Also ich habe schon schönere Drachen gesehen. Ich finde, der sieht eher aus wie so ein science-fictionifiziertes Raumschiff oder so. So, okay, verwandeln können wir uns nicht. Frage ist angreifen, ja oder nein? Ich mache dir mal erstmal ein bisschen Schaden. Am Anfang brauche ich ja noch keine Angst zu haben, dass ich ihn irgendwie ummieten könnte oder so. Vielleicht muss man das. Oh! Okay. Also zumindest Dart kann ihm nichts anhaben. Und mir macht sich gerade so eine leichte Panik breit, weil. Wenn ich jetzt hier was verkacke, muss ich extrem viel wieder nachspielen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust. So, dann gucken wir mal, ob Rose hier irgendwas bewirken kann. Nee. Oh oh. Und jetzt? Was habe ich denn auf Verhandlungsspielraum? Ich kann mich die ganze Zeit schützen. Und darauf spekulieren, dass. Ah, okay, ich glaube, das war gut. Michael, ich bin's, Rose. Erkennst du mich nicht? Es scheint nicht zu klappen. Es ist außer Kontrolle, wie letztes Mal. Er hat den Stolz des Drachen vergessen und sich in ein bloßes wildes Tier verwandelt. Es ist sogar noch wilder als Feuerbrand, verdammt. Feuerbrand, Feierbrand, wollte ich eigentlich sagen. Okay, ist das jetzt ein Freifahrtschein für Angreifen? Mal gucken, was passiert, wenn ich mich weiterhin defensiv aufstelle. Habe auch den Vorteil, dass ich mich damit gesundheitlich wieder ein bisschen stabilisiere. Das hat vorhin Rose keinen Schaden gemacht, ne? Ja, schon wieder. Tja, und nu? Ist Reden eine Lösung in diesem Fall? Friedfertige Zurückhaltung oder müssen wir ihm jetzt doch eins auf die 12 geben? Oh oh.
Also da tut das mehr weh, aber der hat genug Gesundheit, um das irgendwie abzufedern. Versuchen wir jetzt mal nochmal anzugreifen. Also ich meine, Rose wird ja auch früher nicht mit Michael kommuniziert haben können, oder? Oder wie haben die sich verstanden? Welch ein Drache. Er beugt sich weder dem Schwert noch der Magie. Boah, ich habe zwar noch keine Magie ausprobiert, aber gut. Der Düsterdrache ist der gefährlichste aller Drachen. Er hat die stärksten Angriffe, die beste Abwehr und die höchste Beweglichkeit. Hm, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wie kann man ihn besiegen? Hallo? Antwort? Ich warte auf die ach so wichtige, essentielle Antwort und sie verweigert sie mir. Wenn wir jetzt hier draufgehen, Rose, dann ist das deine Schuld. Ist ja klar, ne? So, soll ich es nochmal versuchen? Ich hätte mal vielleicht versuchen können, ob ich irgendwie andere Körperpartien von ihm attackieren kann. Mach ich mal beim nächsten Mal. Ich hatte Dialog ja jetzt irgendwas hervorgebracht, aber ich glaube, so wird das nichts nützen. Aber für mich ist das schon ein Fortschritt, wenn die wieder miteinander sprechen. Ach, du heiliger Bimbam. Oh, oh. Shit! Rose ist nicht mal geschützt. Mit Dart habe ich wenigstens verteidigt, aber Rose ist, aber die verliert generell nichts. Okay. Ja, ich verteidige dann mal. mit beiden? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich wollte ja gucken, ob ich irgendwas anderes noch angreifen kann bei ihm. Ja, das erkennen wir schon. Das ist somit das harmloseste, was er hier bringen kann. Sei denn, der wird immer stärker, wahrscheinlich nicht der Fall zu sein. Michael. Oder soll ich jetzt doch mal ein Item auf den schmeißen? Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Mit ihm werde ich mal erstmal mich verteidigen. Ich wette, Rose wird der Schlüssel sein. Sie muss sicherlich irgendwas machen. Habe ich irgendwann mal ein Item bekommen, was irgendwie sich positiv auf ihn auswirkt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Lösung darin liegt, dass man ihn jetzt hier mit Zauber-Items bezwingen muss. Einfach weil man ja nie die Gewissheit hat, ob man wirklich mit solchen auch in diesen Kampf reingeht. Michaels Panzer ist eine spezielle Rüstung für den Düsterdrachen. Sie wehrt jeden feindlichen Angriff ab. Und was sollen wir tun? Bitte antworte. Es gibt nur eine Schwachstelle. Und das fällt dir jetzt ein? Welche? Sag es mir sofort. Boah, Dart, ey. Geht hier voll auf die Barrikaden. Voll fordernd. Oh ja, jetzt verrät sie uns das natürlich wieder nicht. Na klar. So, eine andere Körperpartie kann ich jetzt nicht angreifen. Was willst du mir damit sagen, Spiel? Ich wette nur, Rose kann diesen Schwachpunkt attackieren. Aber auch bei ihr tut sich nichts. Egal, wohin ich mit dem Steuerkreuz navigiere. Ich versuche mal trotzdem hier. Mein Glück. Vielleicht weiß sie ja jetzt, wie und wo sie angreifen muss. Und ich muss gar nichts extra auswählen. Nö, bin immer noch bei Null. Muss der Dialog wahrscheinlich irgendwie weitergehen oder so. Ja, mag das. Ist mir fast sogar der liebste Angriff, auch weil das mit dem mit der kürzesten Animation, glaube ich, verbunden ist. So, und nun? Werde ich die ganze Zeit mit denen verteidigen, bis sie sich wieder zu Wort melden, oder was? Das hier ging, glaube ich... Ah, das ist die einzige Attacke, die Rose wirklich Schaden zufügt. Deswegen ist die so ein bisschen special im Vergleich zu den anderen. Tja, quatschen die weiter miteinander? Ah, okay. Himmel, was soll ich tun? Die Schwachstelle nennen oder ich kann nicht? Ich nehme mal das untere. Weil wenn das falsch sein sollte, dann kommen wir mit Sicherheit nochmal hier in dieses Menü rein. Rose, was tust du da? Wir müssen etwas unternehmen, sonst ist das aus mit uns. Aber bisher war die obere Auswahl, glaube ich, bei diesen Bossen immer die richtige. Kann das sein? Ich will das mal die ganze Zeit verteidigen. Mal hoffen, dass wir nochmal miteinander sprechen. Schade, ich dachte, wir könnten Michael jetzt irgendwie damit beeindrucken, dass Rose hier Güte zeigt und irgendwie emotional noch an ihm hängt, aber das interessiert den nicht. Das interessiert den nicht. Vom alten Michael scheint nicht mehr so viel übrig geblieben zu sein.
Oder er ist halt so derbe gefrustet, dass er in Rose nur noch was Schlechtes sieht. Beides möglich. So, komm Mädchen, jetzt erzähl uns bitte, was die Schwachstelle ist. Oder muss ich jetzt nochmal attackieren? So, jetzt benennen wir die mal. Nützt ja sonst alles nichts hier. Wenn er den schwarzen Laser feuert, sinkt seine Abwehr für eine Sekunde und deckt sein Herz auf. Das ist seine Schwachstelle. Einen schwarzen Laser? Aber während er attackiert, kann ich doch gar nicht irgendwie angreifen. So, ich probiere es jetzt einfach mal. Ist zwar gerade nichts mit schwarzem Laser, aber... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder es gibt gleich irgendeine Animation, wenn er den das nächste Mal castet. Aber so komme ich nicht weiter, das war zu erwarten. Ich wette, das läuft gleich automatisiert ab, oder? Bei rundenbasierten Kämpfen, wie willst du das machen? Nee, das war... Oder war das der schwarze Laser? Ja, doch, das war er. Klar war er das. Das andere war nur so eine schwarze Rauchwolke oder so. Das andere so ein komischer Stoßangriff. Okay, hat dem jetzt irgendjemand Schaden zugefügt? Natürlich nicht. Was soll ich denn dann währenddessen machen? Wie soll das gehen, liebe Rose? Hast du irgendeine Idee? Hatte jetzt fast so ein bisschen Angst vor einem Quicktime-Event, aber das würde irgendwie nicht so ganz zum Spiel passen, finde ich. Oder habe ich nur irgendwas übersehen? Vielleicht hätte ich irgendwas drücken müssen. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Oh oh. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, oder? Das sieht nämlich so aus als... Scheiße. Ich hatte... Nein, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ich glaube, ich hätte... Ja, okay. Nee, mein Fehler, sorry. Ich spule jetzt mal so lange vor. Ich werde jetzt nur so lange verteidigen, bis er das nächste Mal seinen schwarzen Laser-Dings hier wieder macht. So, nämlich genau jetzt. Hat nicht lange gedauert. Das wird wahrscheinlich dieser eine Moment sein, wo ich danach dann sein Herz auch auswählen kann. Und ihm dann Schaden machen kann. Die Frage ist nur, wer greift jetzt an? Wie lange bleibt das nicht offen? Ja, okay, alles klar, da habe ich es jetzt verstanden. Dank der Animation hätte man aber eigentlich auch ohne drauf kommen können. Rose ist ja relativ deutlich geworden. Die Frage ist er jetzt instant tot? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so wahnsinnig viel Energie hat. Ah, okay, das war's. Ist ja auch blöd, also wenn der Kampf so aufgebaut ist, hätte ich als Entwickler, glaube ich, da auch nicht unnötig viel reingepackt, weil das wäre wirklich einfach nur schlauchig gewesen, kann man das so sagen? Aber so ging das klar. 12.000! Alter Schwede, jawohl! Guck mal, damit hat Darth sogar die 40 geknackt. Das klingt, als würde ich von seinem Alter sprechen. Ich glaube, so alt ist der gute Mann aber noch nicht. So, und nu? Der Körper eines Drachen kann enorme Strapazen erleiden, sein Herz hingegen nicht. Nach vielen Kämpfen wird er wild und beginnt wahllos Leute anzugreifen. Am Ende gehorcht er nicht einmal den Befehlen eines Dragoons. Deshalb habe ich Michael getötet. Mit diesen Händen habe ich ihn umgebracht. Du hast genug in die Vergangenheit geblickt. Du hast 10.000 Jahre gelebt, weil du nicht wolltest, dass uns die Zukunft genommen wird, nicht wahr, Rose? Du hast recht, danke. Du hast mich daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Wir müssen Albert und die anderen finden und dann müssen wir zum Kern des Mondes. Ja, jetzt haben wir ja noch nur diesen einen Weg noch über. Das dürfte dann auch kein Thema mehr sein. Ich bin echt so überrascht, wie einfach dieser Ort mir hier fällt. Wenn ich daran zurückdenke, was für massivste Probleme ich teilweise in Mayfield hatte, dann bin ich echt umso überraschter, dass das hier so gut funktioniert. Wer fehlt denn jetzt noch? Kongo hatte noch keinen Einzelkampf. Albert hatte noch keinen Einzelkampf. Meru hatte... Ja, drei? Ich gerade voll aus dem Fenster geguckt habe, um mich ein bisschen zu sammeln, aber drei ist ja schon nicht ohne, ne? Ich meine, für die Erfahrung ist das gut, aber trotzdem... Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, lässt es mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ja, das war's dann wohl mit ist so angenehm, weil die Gegner hier alle nur einzeln aufkreuzen. Ich
Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas ausgelöst, was die kleinen Viecher hier besonders anlockt. Ist wahrscheinlich sauer, dass wir den Drachen putt gemacht haben. Nein! Hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich dem Spiel lassen. Es war jetzt in letzter Zeit echt gnädig zu mir. Weil es kaum diese roten Tasten damit eingebaut hat. Ich immer von einer Mehrzahl spreche, also wenn es mehrere Tasten wären. Dabei ist das eigentlich immer nur die eine, aber egal, ihr wisst, was ich meine. So, Dartos. Geben Sie sich Mühe, bitte. Gibt es bei diesem Funkendynamo eigentlich auch mal so ein Konterdingens? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, der ist frei davon, aber ich würde es nicht beschwören wollen. Das weiß ich auf jeden Fall nicht, ob Rose, wenn einmal dieser Skill gelingt, ob sie es auch schafft, irgendwie den Gegner instant zu töten. Knapp 1000 Schaden könnte hinhauen, aber ich weiß es nicht. Ich habe übrigens, das habe ich in den letzten Folgen total vergessen zu erwähnen, unter einem Part, der schon länger zurückliegt, logisch, ich nehme ja gerade ein bisschen viel im Voraus auf, aber den Hinweis bekommen, dass ich mir im Menü die Zauber meiner Leute angucken kann. Und es gab ja gerade bei den Mayfair-Bossen so ein paar Irritationen, weil einige Zauber mit weniger Kosten irgendwie den gleichen Schaden ausgeteilt haben wie einige andere, die deutlich teurer waren. Waren wir hier nicht schon mal? Ich gehe mal erstmal hier gucken. Und es passiert bestimmt gleich was. Oh. Hier waren wir aber noch nicht, oder? Obwohl, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich krieg den Aufbau gerade nicht rekonstruiert in meinem Kopf. Auf jeden Fall, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass einige 10-MP-Zauber halt genauso viel Schaden gemacht haben wie einige 30-MP-Zauber. Und das war einfach nur dem Umstand geschuldet, dass einige davon eben auf alle gehen und andere eben nur so Einzelangriffszauber sind, also nur ein Gegner in den Fokus nehmen. Und das wollte ich mir eigentlich vor dieser Aufnahmesession mal angucken. Mich nervt gar nicht, dass mir das jetzt hier misslingt, weil ich brauche ja die Zusätze gar nicht mehr zu leveln. Ich will nur einmal sehen, ob sie so ein Vieh im Alleingang irgendwie niedergerungen bekommt. Aber da will ich jetzt erstmal ein bisschen aufpäppeln. Obwohl Rose eigentlich auch wieder Heilung benötigen würde. Na egal. Ey, das gibt's doch nicht. Warum ist denn seit diesem Boss ständig diese Mülltaste da mit drin? Das war doch vorher nicht so. Entweder ich habe jetzt voll Pech oder hatte vorher voll Glück. Wahrscheinlich letzteres. Brennende Welle kannst dir knicken, brauche ich nicht, nö. Ja bitte, weg damit. Haben wir nämlich einmal schon. Ich will jetzt nur gucken, ob ich jetzt hier schon mal war oder eben nicht. Ja doch. Hä? Ja, klar, hier hatte Miranda ihren Kampf. Alles klar, die Erinnerung ist wieder da. Das heißt, in dieser Höhle hier müssen wir schon mal gewesen sein. Und irgendwas ist hier passiert. Ich glaube, hier gab es nur den Übergang nach links weiter. Und der Weg, der hier in den südwestlichen Teil der Höhle führt, der war entweder noch nicht vorhanden oder wir sind irgendwie beim Absuchen rausgerissen worden. So sehr kriege ich das jetzt im Detail auch nicht mehr zusammen. Aber immerhin muss ich mich jetzt nicht entscheiden. Finde ich gut. Ich als Ola, alter Entscheidungskrüppel, nicht wahr? Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Das ergibt Sinn. Sehr schön. Da, Rose. Juhu. Da sind sie wieder beisammen. So muss das. Es war richtig, hier zu warten. Klar, irgendwie führen alle Wege auch immer wieder hier rein, ne? Es scheint euch allen gut zu gehen. Natürlich, wir können nicht fallen, bevor wir unseren Auftrag erfüllen. Aber bevor wir jetzt aufbrechen, sollten wir Informationen austauschen. Ja, das klingt nach einem Plan. Am besten bei einem Bierchen, da rechts am Tisch, oder? Was sagt ihr, haben wir Kinder in unserer Gruppe? Keine Ahnung. Aha, so rein vom Alter her? Wer ist denn die Jüngste bei uns im Team oder der Jüngste? Weiß ich gar nicht mehr. Dol war im Land der Gigantos, um die Gigantos zu retten. Er war nicht der grausame Onkel, für den wir ihn hielten. Aber Dol hat trotz allem König Carlo getötet. Ich denke, wir werden herausfinden, was der Mond uns sagen will, wenn wir Dol begegnen.
Außerdem glaube ich, dass wir es ohnehin sehen müssen, um weiterzukommen. Angesichts des momentanen Standes der Dinge. Das stimmt. Lass uns jetzt in die Stadt gehen. Ah, stimmt. Da kamen wir ja seinerzeit an den Wachen nicht vorbei, ne? Weil Dole auch abwesend gewesen sein soll. Ich erinnere mich so ganz dunkel. Ja. Die gute Rose muss auf jeden Fall raus. Und stattdessen nehmen wir mal Mero wieder mit rein. Genau, die hat ja mit den zwei Jungs an ihrer Seite auch gute Bodyguards. So, gibt's jetzt hier irgendwas Neues? Nee. Ja, komm, nicht schon wieder schwelgen, nicht schon wieder so viel Zeit verplempern. Wir haben es beim letzten Mal ja schon ein bisschen gehört. Ich bin reich. Okay, hier gibt es also offensichtlich auch keine neuen Dialoge. Das heißt, wir speichern mal eben. So, und dann gucken wir mal, ob die uns jetzt reinlassen. Weil seinerzeit hieß es ja, der ist irgendwie nicht anwesend. Deswegen haben wir keinen Zutritt bekommen. Und das wird sich jetzt mit Sicherheit geändert haben, schätze ich mal. Oder... Ich bin Albert. Ist Onkel Dowell hier? Ich habe dich erwartet. Mich erwartet? Aha. Bitte geh durch. Aha, einfach mal Alberts Frage total ignoriert. Gut, er hat sie auch nicht so präzise gestellt. Oh oh. Den Raum kenne ich noch zu Genüge. Lass mich ab hier alleine gehen. Okay. Wie du möchtest. Ich werde dir da nicht reinquatschen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich meine, Albert weiß sich zu verteidigen. Die Frage ist nur, was wollen sie in diesen Kämpfen immer haben? Das war ja bisher mal so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe dich erwartet, Albert. Du hast mich erwartet. Dann ist ja alles klar. Du kennst also den Grund, weshalb ich hier bin. Du wirst gleich die Wahrheit darüber erfahren, ob ich deinen Vater, meinen Bruder, ermordet habe und über den Grund, den ich dafür hatte. Naja gut, wenn es einen Grund dazu gibt, dann wirst du ihn höchstwahrscheinlich ermordet haben, oder? Ich möchte sagen, es geschah, um Sergio vor einem unfähigen König namens Carlo zu schützen. Mein Vater war nicht unfähig, sein Volk hat ihn geliebt und seine Ritter haben ihn verehrt. Du warst doch damals bloß ein Sechsjähriger. Woher willst du das wissen? Als Sechsjähriger himmelt man ja in der Regel seinen Vater durchaus an, ne? Wohin haben horrende Steuern und Unruhen das Volk denn gebracht? Ja, aber ihn zu töten, ob das so eine elegante Lösung ist, ich weiß ja nicht. Was sollten denn die Minister tun, die bis zu den Knien im Sumpf der Korruption steckten? Man hat dir falsche Geschichten erzählt. Was weißt du also schon? Dass er sein Vater offenbar lieb hatte und ihm das wehtut. Selbst wenn das die Wahrheit ist, hättest du ihn nicht töten dürfen. Ja, das finde ich auch. Du gibst dich also mit Worten nicht zufrieden. Dann musst du mich besiegen, um den Rest herauszufinden. Okay. Gespeichert habe ich kurz vorher, also kann ich jetzt hier relativ entspannt eigentlich reingehen. Die Betonung liegt auf eigentlich. Aber hier ist der Sachverhalt auch klar, weil er meinte, ich muss ihn besiegen. Also, obwohl, wenn ich ihn töte, dann ist er nicht mehr imstande zu sprechen, ne? Also, ja, ob das so ganz richtig ist, ich weiß es nicht. Was? Schattenklinge, Lichtschwert. Ah, ich kann ihn gar nicht direkt attackieren. Das ist ja interessant. Dann fangen wir mal mit der Schattenklinge an. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Rhythmus war. Okay, so einfach ist sein... Zusatz aber auch nicht. Ich weiß auch gar nicht bei ihm geguckt, ob wir hier überhaupt noch irgendwas leveln können. Okay, der Schaden ist relativ gering, wenn man bedenkt, dass er da so zwei Special-Schwerter mit sich rumführt. Ich wette, wir müssen ihn einfach nur entwaffnen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was? Das Ding lebt noch? Ich habe jetzt zwar den Zusatz verkackt. Also Leben. Oder geht das jetzt weg? Nee, ich habe es zerbrochen. Sehr schön. Onkel Dowell, warum hast du meinen Vater getötet? Sprich! Das ist doch klar, das Volk von Sergio wollte mich. Sie wollten meine Macht an ihrer Spitze. Das ist nicht wahr, das Volk will Frieden, nicht Macht. Und wer hat den Frieden gebracht, glaubst du? Wer hat den Sergio wieder Ruhe und Hoffnung geschenkt? Frieden kann nicht ohne Macht bestehen.
Onkel, du hast die Leute mit deiner Macht unterdrückt. Was ist ein so vergänglicher Friede denn wert? Was das Volk braucht ist... Erzähl mir bloß nichts von Gerechtigkeit oder Liebe. Macht alleine bringt gar nichts. Ideale haben doch nichts mit der Realität zu tun. Wach auf, Onkel. Du bist so hartnäckig. Ja, du aber auch. Danke gleichfalls. Also doch irgendwie so ein kleiner Egomane, ne? Der wahrscheinlich von Anfang an schon gewesen ist. Aber gut, sein Argument, dass er natürlich nicht einschätzen kann, was sein Vater so geleistet hat, weil Albert eben noch so jung war, ist ja irgendwo auch plausibel. Aber naja, wir gucken mal. So, machen wir mal das zweite Schwertchen auch kaputt. Und damit zwingen wir ihn hoffentlich, alles offen zu legen, was er uns so zu erzählen hat. Jawohl. Wirbeltanz. War das das unterste von den Zusätzen? Oder der unterste? Keine Ahnung. Jetzt bin ich immer gespannt, ob er weiterkämpfen wird. Oh oh. Das kann ich nicht glauben. Wie kann jemand so Hilfloses wie du so mächtig sein? Das würdest du nicht verstehen, Onkel. Du hast immer nur an deine eigene Macht geglaubt. Was sagst du da? Ich bin anders als du und ich bin nicht alleine. Meine Freunde waren immer für mich da, wenn ich mutlos war. Ich habe Schwierigkeiten gemeistert. Haha, wie albern. Ja, deswegen heißt er auch Albert. Als ich noch klein war, hat mein Vater oft gesagt, dass er eigentlich nicht das Zeug zum König hat. Ohne Dowell könnte er nichts ausrichten. Er hat auch gesagt, dass es wahrscheinlich du wärst, der als nächstes den Thron besteigen würde. Das kann ich nicht glauben. Also deshalb, was hat er in mir gesehen? Ach so, oh, ich habe die Stimmen, glaube ich, gerade voll vertauscht, ne? Entschuldigung. Mein Vater hat dir vertraut. Wenn ihr euch zusammengetan und das Land regiert hättet, wäre es nie zu dieser Tragödie gekommen. Albert, ich bin nur ein Schatten von Carlo. Jetzt bleibt mir nichts als weiterzugehen. Onkel. Finsterer Dowell. Angreifen oder nicht? Irgendwie war er jetzt in seinen Ausführungen nicht so ganz deutlich, aber wir gucken mal, was passiert, wenn er jetzt hier ein bisschen Schaden frisst. Ja, 855 ist gut. Bin ich zufrieden mit. Oh oh. Boah, so einen Umhang will ich auch. Albert, kannst du ihm das irgendwie ausziehen oder ist das schon Inzest? Okay, der ist gelb. Einmal klopp ich da noch rauf. Hoffentlich jetzt ja auch mit voller Power. Wobei, selbst wenn das jetzt scheitern sollte, wäre es nicht so schlimm. Wenn ich natürlich keinen Druck habe, dann funktioniert das immer. Das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz, ja. Oh oh. War es das? Ich habe ihn wirklich getötet. Scheiße. Ich wollte eigentlich gucken, ob die noch miteinander sprechen. Warum? Warum versagt meine Macht? Warum verliere ich, obwohl meine Macht deine übersteigt? Für Lawitz, der sich für mich geopfert hat und gefallen ist. Für Ritter, die im Kampf gefallen sind. Für sie muss ich siegen. Absurd, du sagst, ich hätte mich geirrt. Ich habe so viele Menschen im Kampf verloren. Wenn ich tief traurig und verzweifelt war, haben mir Dart und meine vielen Freunde Mut und Kraft gegeben. Ja, ich peile mal nicht, wer hier gerade redet. Aha, du kämpfst nicht alleine, deshalb kann ich dich nicht besiegen. Das hat er dir ja vorher schon versucht klarzumachen, Onkel. Es war dumm von mir, mich der Macht zu verschreiben, doch ich bereue nichts. Die letzten Worte König Carlos waren, man solle das Land und dich behüten. Wir haben unterschiedliche Methoden, doch sie führen zum gleichen Ziel. Wir sind Männer, die um ihr Land besorgt sind, der Rest liegt bei dir. Onkel. Muss ich mich jetzt entscheiden? Achso, nee, ich dachte, jetzt bietet mir das Spiel an. Todesstoß versetzen oder Handreichen oder so. Boah, aber es war jetzt nicht schlimm, dass ich den getötet habe, oder? Das klang ja so ein bisschen danach, als müsse man das hier so machen. Ich habe mir gerade irgendwie nichts vorzuwerfen, aber ich bin trotzdem immer so ein bisschen skeptisch. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Weil mehr Wege habe ich jetzt von hier aus auch nicht, glaube ich. Oder ist da hinten noch ein Pfad? Es war die traurige Wahrheit, hm? Doch die Vernichtung der Welt wird eine Trauer erzeugen, die so groß ist wie die Zahl aller Lebewesen.
Und da sind sie wieder vereint. Trotzdem ist der Raum wunderschön, auch wenn hier immer nur Scheiße passiert. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Welt und Shana retten. Deshalb sind wir hier. Ja, ein hehres Ziel. Habe so meine Bedenken, ob das alles so klappen wird am Ende. Aber wir werden sehen. So, erstmal wieder umstellen. Ja, ich bleibe bei meiner alten Aufstellung. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel mir die Leute nicht lässt. Okay, so haben wir hier Zufallskämpfe. Gibt es irgendwas mitzunehmen? Pidat nicht mal Probe sitzen möchte auf dem Thron, ja. So, okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier zumindest nichts weiter zu tun. Gehen wir mal kurz in die Kneipe oder wie auch immer ich das da nennen soll. Wenn jetzt nicht hier unterwegs noch irgendwas passiert, wo sind denn die Wachen hin? Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu bewachen. Kaiser Dowell hat euch alles überlassen. Was? Kaiser Dowell vertraut euch. Ja, Kaiser Dowell ist mal sowas von weggefegt. Nicht alles, was Kaiser Dowell tut, ist richtig, aber ich vertraue ihm. Okay. Ich vertraue Kaiser Dowell. Ja, wie eigentlich jeder. Ich werde ein Ritter, der unser Land beschützt. Okay, seine Ziele, Pläne für die Zukunft kennen wir auch schon. Hier muss jetzt irgendwas passieren. Ansonsten starte ich in die nächste Folge rein, ohne zu wissen, wo meine Reise mich hinführt. Aber ja, dann ist das halt so. Wir werden es schon noch herausfinden, denke ich. Ja, wow, ich würde am liebsten noch weiterspielen, aber ich werde jetzt ein kleines Päuschen einlegen, weil ich nicht zu viel im Voraus aufnehmen möchte. Und ja, bedanke mich an der Stelle natürlich wie immer fürs Einschalten und würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.